Ja, es ist traurig, es ist schade, sage ich an der Stelle gerade nochmal, weil die Sache hat mir ja schon Spaß gemacht auch. Also, ja, ich sag mal so, ein Stück weit ist es auch eine Erleichterung, vielleicht, schwer zu sagen. Es, na, es war noch nicht dran, sind wir mal ehrlich. Also klar ist, dass mir diese ganze GTA-RP-Gedönse in letzter Zeit sehr, sehr viel Zeit geraubt hat. Das kann ich nicht leugnen. Das fand ich zwischenzeitlich auch etwas belastend, dass es so war. Aber es hat ja trotzdem irgendwo Spaß gemacht, ne? Also klar war jetzt irgendwie mein Gedanke gewesen, ich mache jetzt erstmal wieder ein bisschen langsam. Wenn wir natürlich auch. Ja, das ist, ich will jetzt mich einfach hier irgendwo eingraben in der Hoffnung, dass hier irgendwo Lehm ist. Andersrum. Kann man es auch nicht anders machen, ne? Was soll man sonst machen? Ich wollte das auf jeden Fall nicht ewig weitertreiben. Das war mir soweit klar. Das können wir nicht machen. Dieser Baum wächst, glaube ich, nicht, weil er den Untergrund dann nicht mehr hat. Mit dem das mal. Also meine Überlegung war tatsächlich sogar schon gewesen, an dem Punkt, wo wir waren, die Staffel 4 noch abzudrehen, sozusagen. Und dann aber langsam zu einem Ende zu kommen. Also da hätte dann noch recht viel Verschiedenes passieren müssen, dass ich dann gesagt hätte, okay, dann hängen wir noch eine fünfte Staffel dran. Ich hatte auch mit meinem Charakter noch so viel vor. Der hat sich ja in der ganzen Zeit nie gänzlich so entwickeln können, wie ich es für meinen Charakter eigentlich geplant hatte. Denn da steckt ja doch einiges noch an Konzept irgendwo dahinter, was diesen Herrn Arnzon betrifft. Tja. Vielleicht mache ich da irgendwie dann zum Abschluss irgendwie nochmal eine. Vielleicht nochmal eine Aufnahme oder ein Video. Mal da irgendwie kurz nochmal kurz auf die Problematik eingehe. So, jetzt ist nämlich hier genau das, was ich befürchtet habe, wenn ich hier wahllos mich in den Berg grabe und nach Lehm suche. Nämlich meinen Wagen hier mit Erde zu klatschen, ohne dabei zu finden, wonach ich suche. So wenig Zweck. Vielleicht das nehme ich jetzt mit. Vielleicht finde ich hier irgendwo Lehm und habe jetzt hier Erde, um entsprechende diverse entstehende Löcher einfach damit wieder zu kleistern. Wir haben jetzt festgestellt, Lehm gibt es vor allem einfach irgendwo an Bergkanten oder so. Schauen wir mal, dann sehen wir ja, hier ist ja ziemlich viel Berg. Gucken wir, ob wir irgendwo auch ein bisschen was potenziell Lehmiges rausguckt. Hier guckt alles Mögliche raus, aber ist das Lehm oder was ist das? Ja, auch komisch aus da oben.
das ist ganz normale Erde, die einfach nur komisch aussieht. Na gut. Ja. Ja, ich denke, das werde ich auf jeden Fall machen, weil mir das halt selber auch ein bisschen wehtut, dass diese Geschichte einfach von jetzt auf gleich abbricht und nichts mehr passiert. Das ist ein Erdlager, das hat mit Leben nichts zu tun. Da irgendwie nochmal so eine Folge hinzufügen, wo ich zumindest mal kurz nochmal mich zu der Problematik äußere. Vielleicht auch irgendwie nochmal an sich den Charakter des Herrn Zorn auflösen an sich. Denn es hat ja Gründe, warum er so ist, wie er ist. Achso, das hat er ja ganz bewusst. Eigentlich. Offen gelassen. Ich dachte hier, wenn wir sowieso noch. Böden ausheben und dann können das ja hier rein. Also ich habe hier nicht das Gefühl, dass es hier wirklich viel Leben gibt. So. Unsere gedüngten Bäume machen noch nichts, aber die hier machen was. Die wachsen langsam so ein bisschen, das ist so hübsch. Ansonsten ist hier gar nichts. Ist nichts, was wir gebrauchen können. Ich glaube, ich muss das schon für in der auch wieder in der Graslandschaft bleiben. Das hier ist alles so ein bisschen Weseschnitt. Nicht so das Richtige. Tja. Ja, auf jeden Fall heißt das für mich jetzt irgendwo auch nochmal eine klare Veränderung. Auch jetzt nochmal in Bezug auf Twitch, ich komme ganz, ganz langsam doch zu dem Punkt, wo ich vielleicht umsteige. Mal sehen. Also, wie ja schon häufig erwähnt, während des Philosophierens über dieses Thema, wir machen ja unser Ego noch ordentlich fröhlich weiter, bis das zu Ende ist und dann. Danach gucken wir mal, was ist dann das dritte Langzeitprojekt. Danach lassen wir Langzeitprojekte vielleicht dann auch wieder mal sein. Das ist so vom aktuellen Punkt her so mein Plan, wenn Echo beendet ist, ist dann auch endlich mal Schluss mit Langzeitprojekten. Ich möchte mich noch ein kleines bisschen mehr mit Twitch befassen. Einfach weil wir gerade eigentlich schon irgendwie so im Großen und Ganzen so eine gewisse Community weit und breit aufbauen. Und ja. Ich warte ja noch auf meinen großen Moment. Ich muss auch dann auch selber irgendwann noch ein bisschen mehr an meinem Kanal machen und so ein bisschen rumbasteln, ein bisschen machen und tun. Das ist so, wie es im Moment ist. Das ist halt leider auch nichts. Sollte mal einmal kreuz und quer durch die Gegend gefahren, aber Leben haben wir keinen gefunden. Ja, darf ich das einstecken? Wow. Nee, das hilft mir nicht weiter so. Das hilft mir so nicht weiter. Die Spazierfahrt war jetzt ganz witzig, aber sie war nicht effektiv. Ich könnte mich hier den Hang hinunterstürzen. Gucken, ob ich da unten irgendwo was finde. Der war ja an sich gut. Von denen muss es noch mehr geben, irgendwo. Schwierig, schwierig. Also Kohle ist jetzt klar. Kohle wissen wir, wo wir sie finden. Da lassen wir sie aber jetzt auch erstmal, wo sie ist. So, ich wackel jetzt hier mit dem Karren durch das Gemüse. Da haben wir ganz viel Lehm rausgegraben.
Können wir eigentlich fast hoffen, dass es hier in der Gegend irgendwo vielleicht noch mehr solcher gibt. Hier sieht es mir jetzt nicht danach aus. Lehm. Ich brauch Lehm. Ganz viel bisschen. Hast mich. O Lehm, O Lehm. O Lehm. O Lehm, O Lehm. Lehm, 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 Lehm. Mann. Da. Da hat's Lehm. Hier auch. Also dahin. Mischen wir dahin und da den Berg auseinander nehmen. Jetzt müssen wir erstmal wieder wissen, wo meine Karre steht. Ich die jetzt hier geparkt habe. Da. Komm ihn bitte. Folg ihn bitte. So, da hinten am Sandstein, habe ich gesagt. Gut, jump mit dem Wagen den Berg hinab. Komm, jump. Ach, die Ziege hält mich fest. Du bist eine blöde Ziege. So, aber an den Strand hier kriegen wir dann den Karren. Zweifelsfall außenrum wieder weggefahren. So. Das will ich jetzt da oben drauf. Jetzt ist es weg. So, okay. Denn das hier ausgedacht. Das ist ein tolles Gebilde, haben wir. Gut, das machen wir aber dann beim nächsten Mal. Hier würde ich sagen, fröhlich nach Lehm suchen. Weil auch die Sonne schon wieder untergeht, was ja ein Träumchen ist, was schon wieder äußerst belastend ist. Also vielleicht beim nächsten Mal vom Start noch ein bisschen die Zeit verdrödeln. Man verpasst ja hier nichts, außer dass ein bisschen die Zeit halt eben verdrödelt. Dass hier dann wieder die Sonne drauf scheint, dass wir was sehen, nicht wahr? Wenn wir da was sehen können, müssen wir hier vor allem mal Rasen mähen. So, wie schlimm ist das Zeug, können wir auch immer brauchen. Dann haben wir noch ein bisschen was zu bauen. Dann brauchen wir auch wieder Mörtel für. Dann müssen wir hier mal ein bisschen das Zeug weg. So dicht wächst. Damit man mal wieder was sieht hier. Von dem Bash. So, genau. Und da hat's Lehm. Und den bauen wir ab in der nächsten Folge und in der nächsten Aufnahme. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich bin. Auf meinem schlauen Zettel, den habe ich schon weiter gezogen gehabt. Das heißt, 1, 2, 3, 4, wir sind jetzt am 28.8. Ich schaue mitten in meinem Urlaub. Ey, so was von Urlaub habe ich gerade. Ich bin ja überhaupt nicht da. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin einen schönen Tag und Tschüssikowski.